Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu geht rein, mach kein Auge, ja. Nochmal ein bisschen Schleichwerbung hier nebenher gemacht für unsere anderen Talks. Falls ihr das Ganze nicht so wirklich verfolgt habt und wirklich nur an Valorant interessiert seid, wir können euch auch nur League of Legends und Counter-Strike ans Herz legen. Guckt da gerne mal rein. Gerne auch auf Twitch mit dabei sein, beim Video ein Like da lassen, ein Abo da lassen, ihr kennt den ganzen Lachs. Ich nerv euch jetzt nicht mehr mit dem ganzen Gelaber. Alter, startet massivst absolut rein. Danke, vielen Dank für den Sub. Danke, danke. 3 Monate in Folge. Maschine, Alter, Maschine. Und ja, heute, also es ist jetzt in Valorant nicht allzu viel passiert. Aber es steht dieses Wochenende etwas an, und zwar die Project V-Finals. Und ja, wir sind zwar nicht so wirklich eingeladen worden, aber wir haben uns quasi ein bisschen selber eingeladen. durch den netten Austausch mit Dennis, also Fokus Dennis, es war irgendwie so der ausschlaggebende Punkt, warum wir uns das Ganze antun. Nein, also ich habe natürlich auch mal Bock auf. Das ist im Übrigen meine erste E-Sports-LAN, auf der ich sein werde. Also Schande irgendwo über mein Haupt, aber ich habe es nie geschafft sonst. Und dieses Mal, dank Fokus machen wir das. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, und ich kann mir vorstellen, dass nicht allzu viele wirklich Interesse, oder ne, was heißt Interesse, aber nicht so wirklich drin sind in dem Thema, und deswegen wollen wir das heute mal ein bisschen aufbereiten, was so bei diesem Project V-Finale stattfindet, auch die Kontroverse drumherum, die ja schon ein bisschen Wellen auf Twitter geschlagen hat. Da waren einige Spieler ein bisschen angepisst. Ja, ansonsten zum Thema wir vor Ort. Es stehen jetzt nämlich natürlich da jetzt ein paar Fragen zu kommen. Streams vor Ort. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da vor Ort irgendwas streamen dürfen oder so. Aber wir werden da auf jeden Fall Content drumherum machen. Wie ausgiebig da sein wird, das werden wir natürlich noch sehen. Je nachdem, wie das auch bei euch ankommt, ob da großes Interesse herrscht oder nicht. Wir müssen erstmal, ne, selber. So, erst checken, wie wir das machen, ne? Ja, das ist natürlich auch neu für uns, muss man auch draus lernen wieder, ne? Aber ja. Wir werden da schon ein bisschen was machen. Also wenn ihr irgendwie Wünsche habt oder so, wir gucken mal, ob wir was wir da hinzaubern können, was ihr euch wünscht. So, die große Frage steht schon im Chat. Was ist Project V erstmal? Und Project V ist quasi das, was ihr eigentlich auch hättet spielen können. Also das ist so die Amateurliga in Valorant. Das heißt, ihr könnt euch da entweder alleine anmelden und nach Teams suchen oder mit euren Freunden ein Team melden und dort in Weekly Cups oder anderen Cups halt noch mitspielen und dort Punkte sammeln. Und mit diesen Punkten könnt ihr euch qualifizieren für im Endeffekt das Project V-Finale. Und wenn ihr da dann gut abschneidet, hättet ihr in der Theorie die Chance, war jetzt im Vorhinein so, dass ihr euch für die WRL-Dach qualifizieren könnt, also dort in dieser Relegation mitspielt. Also Project V ist im Dachbereich, ne, im Dachbereich das Höchste, was wir da haben, ist, ne, die VRL-Dach, sollte man kennen, ja, ne? Und das eben da drunter ist dann Project V, das, ne? Ja. Das ist einfach die Ebene da drunter. Ja, das ist quasi wie die dritte Liga. Wenn wir das so sehen, erste Liga VCT Challengers, zweite Liga VRL-Dach, dritte Liga Project V. Wenn man das so runterbrechen will auf Fußball-Terms, kann man vielleicht so sagen. Die beschissene Thiele ist von Plätschert, da reden wir am Ende des Streams nochmal rüber. Wir werden jetzt erstmal Project V aufgreifen. Also keine Angst und keine Bange, da reden wir am Ende nochmal drüber. Generell zu VCT, also ne, bevor das alles richtig heiß wird und dann auch Anfang nächsten Jahres und so, da werden wir nochmal deutlich genauer drauf eingehen und da unsere Meinung zu sagen, ne? Ja, plus auch, es ist ja noch nicht alles zu 100.000% confirmed, deswegen macht es da jetzt nicht so krass viel Sinn, drüber zu reden. Ich finde auch, es ist ja auch die way too early Tierlist, deswegen, ne? Aber gut, bleiben wir beim Project V. Kurz drum runtergebrochen, es ist jetzt bei der Project V so, dass sich, wollen wir erstmal mit der Kontroverse anfangen oder über die Teams reden, die im Endeffekt jetzt bei der LAN dabei sind? Ja, lass erstmal drüber, die Teams und die LAN. Okay, also, die LAN findet in Köln statt. Gibt es da noch Tickets? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die waren auf jeden Fall ausverkauft, ja.
Wir haben, glaube ich, auch noch Glück gehabt, dass wir was bekommen haben. Ein paar gab es noch. Das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kurzfristig, wie wir das gemacht haben. Aber im Endeffekt sind 4 Teams mit dabei. Die habe ich mir vorhin eigentlich auch aufgemacht. Warum die jetzt nicht mehr auf sind, kann ich jetzt auch nicht sagen. Da ist einmal, also das erste Matchup ist zwischen Into the Breach und CGN, also Into the Breach Protocol und CGN Youngstars. Also nicht das richtige CGN-Team, das ist ja in der 4L-Dach dabei. Und ja, da spielen bei Into the Breach Yurka, Darky, Nice, Azzy und Azzy, whatever. Azzy finde ich aber witziger. Und Quantum Rino. Und bei CGN Youngstars Face Roll, Vince, Shazion, Kongi und Yuno. Dort hatte ich jetzt tatsächlich keinen auf dem Schirm, der jetzt irgendwie schon mal VRL Dach gespielt hat. Zumindest jetzt nicht auf dem ersten Blick. Kann jetzt natürlich auch sein, dass ich mich absolut irre. Das ist dann bei einigen Spielern, wo wir jetzt zum Beispiel, wenn es dann Richtung URL geht, da werden ein paar bekannte Gesichter mit bei sein, vor allem bei den Focus-Fans bei uns. Aber das sind auf jeden Fall die Spieler. Hast du dich da ein bisschen tiefergehend mit befasst, wie die Leute krank performt haben, oder bist du da also, ne, oberflächlich geblieben? Wir müssen auch, das hätten wir auch ganz am Anfang kurz sagen sollen, ne, wir sind beides jetzt keine krassen Experten, ja, wenn es hier um den deutschen Amateurbereich geht oder auch nicht generell so die deutsche oder die Dachszene insgesamt, ne? Ja, die VRL-Dach haben wir natürlich auch ein bisschen auf dem Schirm, auch in der Vergangenheit mehr, ne, als auch noch Fokus und so mit dabei war und als, ne, als quasi den regionalen Interesse an der VRL-Dach war. Ja, generell, also das war ja, ne, danach die Season war ja schon völlig irrelevant, weil du eh nicht aufsteigen konntest und so, ne? Ja. Und ja, deswegen, hey, wir sind beides keine krassen Experten, deswegen, wir können jetzt auch nicht viel über einzelne Spieler hier oder so sagen, sonst reden wir auch ausführlich, wenn es um VCT geht und so, ne, das ist ja unser Gebiet eigentlich, wo wir dann auch genauer über Sachen reden und da drin sind, hier können wir jetzt nicht so mega viel sagen. Deswegen, also Schande über mein Haupt, ne, aber das ist auch das erste Mal, dass ich ein Project V-Game sehen werde, wenn wir da auf Verlahn sind. Ich habe mir noch nie eins live eingezogen, Alter. Boah, ja, ich habe bestimmt hier damals schon mal reingeguckt, aber so ein... Ja, die würde ich vielleicht darunter zählen, dass man sich das reingezogen hat, aber das ist halt, ja, ich glaube auch, der Großteil von unserem Chat ist auch eher so Team VCT Challengers, also die großen Events gucken, dort halt drin sein, Project V, das wird für uns halt auch Neuland sein, ne? Aber deswegen finde ich das eigentlich auch ganz cool, dass wir uns da mal so ein bisschen, sag ich mal, drauf einlassen und uns da auch in dem Sinne mal ein bisschen weiter zu bilden, sag ich mal. Ja, also ist das ja auch, also es ist schon generell in Valorant, ne, über das System und so und wie alles funktioniert, reden wir nachher noch und dass es da auch berechtigte Kritik gibt und man da auf jeden Fall noch was verbessern muss, ist ganz klar, aber allein die Tatsache hier, dass wir bei Project V dann auch jetzt bei den Finals am Start sind und da sowas auf die Beine gestellt wird, ne, aus, wenn ich zurückdenke, wo ich selber noch CS gespielt habe und so und dann 99 Damage Liga und sowas, das war halt, also, ja, also ich bin sehr positiv überrascht, dass es halt so ein Unternehmen oder auch so eine Organisation dann wie Project V gibt, die dann auch sowas Geiles dahinstellen, dass auch so, ne, der eher Amateurbereich dann in Deutschland auch eine geile LAN spielen kann. Überhaupt eine LAN und dann auch noch, ne, mit einer ganz geilen Location vor halt einer Crowd und so, das ist halt echt schon geil. Mhm. Na gut, Project V, es ist ja, gehört Project V? Das ist ja stark eigentlich, ne? Boah, oder ich habe keine Ahnung, wie das da genau jetzt aufgebaut ist. Weil im Impressum steht halt stark, da steht halt verantwortlich für den Inhalt der Seiten. Es kann halt aber auch sein, dass da jetzt, da kriegen wir bestimmt Ärger, wenn wir das hier jetzt so mit absolut, ich sag mal so, das ist absolutes Halbwissen. aber kann ja sein, dass stark nur so quasi Tournament-Veranstalter ist. Und halt irgendwie für die Webseiten und so weiter verantwortlich sind, aber eigentlich der grob Verantwortliche eben nicht stark ist, sondern, ne, da noch was anderes hintersteht. Weil mich irritiert es, dass es halt im Impressum steht, verantwortlich für den Inhalt der Seiten. Das ist so ein bisschen
ja, mein Irritationspunkt. Aber ja, auf jeden Fall finde ich das sehr gut, dass das Project V-Finale auf einer LAN ist. Also das ist das ist erstmal so, das möchte ich mal im Vorhinein sagen. Ich finde das sehr schön, dass das Project V-Finale auf einer LAN ist und wir keinen Online-Bullshit. Ja, aber auch, ne, das ist, aber das ist auch, das wird dem auch nicht so gerecht, glaube ich, wenn man sagt, ey, ja, geil, dass es wenigstens auf LAN ist, sondern das, ne, das ist ja auch jetzt ein, ist ja nicht das erste Mal, dass Project wie das jetzt auf LAN macht und beim letzten, also ich glaube auch beim Split 2 Finale, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, war das auch schon da in der Experion Arena oder so, glaube ich, in Köln da bei dem Saturn oder so, auf jeden Fall in dieser Experion Arena heißt es, glaube ich. Das sieht schon alles ganz nice aus und wie das aufgezogen wird, das ist schon, also dafür, ne, über, ja, dafür, dass wir hier eigentlich in Anführungszeichen nur halt über den deutschen Bereich reden und nicht mal über das Allerhöchste in Deutschland, sondern dann noch die Ebene eben drunter unter VRL Dach. Dafür ist das geil, weil wenn wir bei VRL Dach gucken, die fucking Playoffs, alles online mit technischen Problemen und Disqualifikationen, weil der scheiß Client nicht funktioniert und sowas und dass die Probleme hast du auf LAN nicht. Ja, da hast du vielleicht andere technische Probleme, aber ne, da kann man auch mal dann irgendwie was nach hinten schieben und so und muss nicht gleich disqualifizieren. Oder ja, also das ist schon, man kann eigentlich nicht genug loben, dass hier wirklich so ein geiles LAN-Turnier auf die Beine gestellt wird, weil jetzt auch in Valorant, auch bei VCT und so, Playoffs und so, alles nur online, das ist eine scheiß Frechheit, Mann. Und deswegen ist es geil, dass hier eine geile LAN mit Crowd und geile Location, dass hier alles so gespielt wird, das ist eigentlich, das kann man fast gar nicht glauben, dass es tatsächlich so umgesetzt wird. Marius Rage dreht wieder am Rad. aber reden wir mal über das. Ja, aber das ist ja, ne, noch so, das ist halt, Digga, diese, ne, auch die Spieler jetzt bei den Teams, die da sind, so, die haben mehr LAN-Erfahrung als teilweise Spieler bei VCT, die in ihrem Leben noch nie auf einer LAN waren, Digga. Ja, ich finde das gut. Ja, ist geil, oder? Also, aber gut, das ist ja eigentlich was Gutes für diese Spieler in diesen Amateur-Ligen. Nee, das ist absolut gut für die, aber es zeigt halt einfach, wie lächerlich selbst VCT, bei VCT halt mit dieser Online-Situation umgegangen wird. Deswegen bin ich auch mal tatsächlich gespannt, wie viele Leute aus der Project V auch einen Platz finden werden. Oder, ne, Project V oder, ne, ja, bei dir piept irgendwas rum oder so. Digga, ich glaube, das ist die scheiß Waschmaschine, Mann. Oh. Ja, also ich versuch's mal ein bisschen. Ja, egal. Ich kann nichts machen. Ich kann hier nicht ausschalten. Weil das hier Geräuschunterdrückung, vielleicht ist es das. Und dann mache ich hier so. Hast du einen? Das ist halt so ein bisschen leise, wenn du redest, hört man das halt. Warte. So, es ist jetzt, vielleicht ist es jetzt besser oder so, wenn ich. Digga, ich habe einfach gestern, dazu ganz kurz, ich habe gestern Summoning Insight geguckt live und da war, ne, also die Leute von Thorin Monte Cristo waren zu Gast, war Peter Dunn, der ehemalige Headcoach von EG und auch irgendwie bei Peter Dunn, jedes Mal, wenn er geredet hat, dann hast du einfach draußen solche Vögel rumzwitschern gehört, Alter. Alter, halt Legende. Du bist ja immer am Arsch in solchen Situationen. aber worauf ich hinaus möchte, also ich glaube schon, dass diese LAN-Erfahrung halt absolut krass ist für die Project V-Spieler. Plus, es ist dann natürlich auch interessant, wie es dann in den anderen VRL-Regions ist, welche Spieler und ob Spieler aus Spots finden in den, ne, VRL-Dach-Teams, whatever, oder Frankreich, und wie die dann performen, ne, dadurch, dass du halt schon deutlich mehr LAN-Erfahrungen hast, ne. Und ich glaube, das kann schon ein guter Vorteil sein, gerade auch für so ein paar jüngere Spieler, die dann irgendwie durch Project V rennen und dort irgendwie krasse Performances abliefern, wenn ihr das auch schon auf LAN machen. Es könnte, glaube ich, gut sein, dass Orks da sagen, ey, also den können wir gerne mal ausprobieren, ne. Ja, also dadurch, nicht durch dieses ganze LAN-Setting erhöhst du halt einfach so komplett die Attraktivität dann auch von dem Turnier und ist ja was ganz anderes, wenn du halt die Spieler da sitzen siehst und die, ne, die da auf Kamera sind oder ob die online halt maximal da ihre kleine Webcam anhaben oder so, ne, das ist halt
auch für die Spieler dann natürlich viel geiler, dass so die Brand bilden oder, ne, oder auf sich aufmerksam machen und man bekommt ein viel besseres Bild von denen. Ja, ich finde auch, also, ne, also Thema LAN nochmal, also wäre das jetzt nicht auf LAN und hätte man uns so ein bisschen gesagt, ey, also kommt doch gerne mal vorbei, wäre cool, dann hätte ich mir das jetzt auch nicht reingezogen, so. aber so, da, allein, dass es halt ein LAN ist, ja, also finde ich halt interessant, so, muss ich sagen. Und ich glaube auch für die Spieler ist es halt auch einfach geiler, ne, als wenn du da jetzt irgendwie online performst, sondern ja, auf LAN. Hoffentlich mit geilen Crowd-Reactions, also da. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute kommen rein auf der. Ich kann ja nicht sagen, wie viele da maximal drin sind, aber ich habe halt, ne, man kann sich ja gerne die. Oder die, weiß ich nicht, wie heißt das, so ein Highlight-Zusammenschnitt, sage ich mal, von den vom letzten Split-Final, was auch in dieser Arena war. Digga, da sind schon ordentlich Leute, ne? Und das sieht schon alles ziemlich cool aus. Ja, okay. Das ist schon mal nice. Gut, wollen wir jetzt mal über das erste Matchup reden? Kommen wir irgendwie so ein bisschen drumherum. Und zwar zwischen Into the Breach Protocol und den CGN Youngstars. Die haben in der Project V, glaube ich, bisher 1-2 Games gegeneinander gespielt. Jetzt auch in Stage 3, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und also zwar einmal. Ja. Aber es. Ansonsten, ich meine, historisch auch nicht. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Und dort steht es unentschieden. Das letzte Matchup hat CGN gewonnen, das davor hat Into the Breach gewonnen. Und ja, das spricht für mich so ein bisschen dafür, dass wir vielleicht ein gutes Matchup haben werden, aber was man, oder ne, ein gutes Matchup da in dem Sinne haben werden. Aber man muss halt dazu sagen, ich glaube, die beiden Matchups, die man bisher gesehen hat, waren beide Best of One. Was halt, ja, es ist halt Best of One, ne? Es ist halt irgendwie kacke zu. Warte, ist das echt Best of One? Wenn du. Ja, auf Ascent, ja. Also das letzte war auf Ascent Best of One. Grand Final, Digga? Das ist eigentlich hier Kritiko irgendwie, Digga. Und Stage 3 Best of One, auch Grand Final, ja. Da auch 13-8. Oh, weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Ne, wir kommen gleich noch zu, was vielleicht, was vielleicht ausbaufähig ist. Sind eigentlich alle Turniere im Tier 1 Valorant-Bereich LAN oder im Crowd? In Zukunft? Meine ich schon, ja. Wird mir jetzt nichts einfallen, was nicht auf LAN wäre in Zukunft. Ja, also das ist ja, ne, das ist ja auch die Veränderung, die Riot da sehr bewirbt mit ihrem, mit ihrer Soft-Franchise-Liga da, dass halt, ne. Dass in Zukunft die Ligen auch auf LAN ausgespielt werden. Ne? Die Teams, die Spieler sind dann alle vor Ort in der Zeit, ne? Wo eben die Liga ausgespielt wird, die Spieltage sind. Und ja, die Turniere, ne? Masters, Champions, ja. Und auch natürlich das Kickoff-Turnier nächstes Jahr. Hoffen wir, dass wir nie wieder online-Matches sehen, generell auf höchsten Valorant-Ebene, weil das ist halt Schmutz. Ja. Was wir hier sehen, auch in den beiden Matchups, die man jetzt bisher hatte, also Vince im einen CGN-Game sehr krass am Start gewesen, zusammen mit Face Roll, Statwise natürlich. Sind die auch auf VL Dach? Also auf VLR? Sieht man die Matchups da? Ja, da kannst du sehen. Okay. Wieso sieht man das bei dir nicht? Achso, sorry. Ich dachte, du wärst schon auf dem Matchup gewesen. Das ist einmal das Erste. Also, da sieht man halt auch Best of One alles, ne? Also, das ist halt echt. Oh shit, ich dachte, gedacht, so Best of 3. Aber, okay. Ja. Also, ne, wie gesagt, wir sind jetzt nicht komplett drin in Project V, ne? Das System und so alles, ne? Wissen wir, wie es funktioniert, aber okay, ich hätte jetzt auch gedacht, das ist halt Best of 3, wenn du wen rausforderst. Ja. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Ist nicht Unicorn ein deutscher? Ja, Unicorn ist deutsch, soweit ich weiß. Also das sind grundsätzlich, ne, das ist grundsätzlich alles Dach-Orgas, ne? Ja. Also das ist das, wo ihr euch auch qualifizieren könntet. Also da spielen dann auch tatsächlich, ne, wenn wir dann auch über Dach reden, das ist auch wirklich Dach, ne? Und nicht nur ein Dachspieler und der Rest ist international, sondern
Bei Project V hast du die Regelung, 3 Spieler im Team müssen aus Dach sein. Oh ja, FaceRoll hat auch VRL Dach gespielt gehabt bei CGN. In einer sehr erfolgreichen Zeit. Gegen Maus verloren, gegen Sparks und entschieden gegen die Angry Titans verloren. Es waren 3 Matches. Es sieht für mich jetzt so irgendwie nach Stand-In aus oder weiß ich nicht. Also habe ich jetzt auch nicht weiter verfolgt. Ja. Ja. Das war ein Match. Wo war das andere? Also, ein bisschen weiter unten. Ja. Ist aber das auch, weil das eine hier ist Weekly Tournament. Das spricht für mich so ein bisschen, also das könnte halt ein gutes Matchup sein. Relativ spannend. Wenn es da jetzt irgendwie historisch gesehen noch keinen klaren Winner gab, also ne, 13-8, 13-8 und 2 Best of Ones. Ja, das letzte Turnier hier war auch ne, ein anderer Cup. Bout Gamers Cup 2. Also ist das jüngste, das jetzt vom 20. Oktober, also das ist jetzt noch nicht lange her, ne? Also 3 Wochen ungefähr. Ja. Kann man schon, ne, wie gesagt, das ist ein Best of 1. Ne? Bei den Project V Finals, das sind dann natürlich alles Best of 3s, da sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Ja. Hoffentlich. Für wen seid ihr? Also ich muss sagen, wenn ich mir so das ganze Ding hier angucke, ne, von allen Teams, ist es mir eigentlich legit scheißegal. So assi das klingt. Ja, aber ey, das ist halt genau auch das, was wir dann gesagt haben, auf dieser LAN, da ist dann halt actually die Chance halt auch für Teams und Spieler, so sich besser zu zeigen und dass man überhaupt, ne, wer ist das überhaupt, wer ist dieses Team, wer sind die Spieler, die da spielen? Ja. Und das ja auch, ne, wir sind jetzt beide jetzt nicht komplett drin in der deutschen Amateurszene hier bei Project V oder sowas, aber das ist ja genau die Möglichkeit, dann auch so Leute wie uns vielleicht abzuholen. Und ne, das ist auch, ich habe ja auch keinen Favoriten oder so. Und wir kennen uns halt auch zu wenig aus mit den Spielern an sich. Aber also ich hoffe, dass sich das halt nach dem Turnier geändert hat. Ne? Also das wäre optimal eigentlich, dass man dann halt, ne, wenn, dass man die Art und Weise, wie ein Team spielt, geil ist oder keine Ahnung, irgendwer da auf LAN ein bisschen rumbrüllt, die Gegner taunt, so dann bist du auf jeden Fall bei mir im Herzen drin als Spieler, wenn du das machst. ja, also ich finde sowas natürlich auch nice. Oh, okay, das zweite Matchup ist, das sieht ja schon mal, das sieht nicht allzu vielversprechend aus. Aber wobei hier. Da ist ja viel mehr Proof. Oder viel mehr Matchups hat man da gegeneinander gehabt. Und zwar bei Andrew Griffins gegen Unicorns of Love. Da gab es insgesamt 4 Matchups bisher. Davon waren 2 Best of Ones, 1 Best of 5 und 2 Mapper. Ich gehe mal davon aus, dass da auch ein Unentschieden dann möglich gewesen wäre. I guess. Weil hier steht nicht Best of 3, sondern 2 Maps. Also, ja. Lass ich es einfach mal so stehen. Und dort sehen wir, hier das erste? Nee, hier. Das ist das aktuellste, das hat Unicorns of Love gewonnen auf Bind mit 13-7. Dann am 22. Oktober gewinnt Unicorns of Love auf Pearl mit 13-4. Im Best of 3 am 8. Oktober bei Orcus V. Im Grand Final gewinnt Enro mit 3-0, 13-9, 13-9, 13-9. Auch interessant. Und im A1 Esports Cup am 27. September gewinnt Unicorns of Love mit 2-0, 13-6 auf Fracture und 13-6 auf Bind. Also irgendwie hat man es hier sehr mit gleichen Punkteständen in sämtlichen Best-of-Series. Ja, aber spricht jetzt für mich, also wenn ich jetzt so die jüngste Vergangenheit angucke mit den 2 Best of Ones, würde ich halt sagen, okay, das sieht irgendwie URL-favored aus, aber das Best of 5, dass Andrew das 3-0 holt, lässt so ein bisschen vermuten, dass da was drin sein könnte, oder nicht? Also das, wenn du mich fragst, muss man das Best of 3 auf jeden Fall deutlich, ne? Deutlich schwerer wiegen dann, ne? Das wiegt deutlich schwerer dann als die Best of One Niederlagen da. Deswegen, also ist natürlich, keine Ahnung, vielleicht dann jetzt irgendwie Mental Advantage, wenn man reingeht in die Finals für Unicorns of Love, weil sie die beiden letzten Matchups gewonnen haben. Ja, sind nur Best of One gewesen, aber ey, ist okay, ne? Vielleicht ist es ja auch so,
dass Unicorns of Love aus dem Best of Five, aus der Niederlage da aus dem 0-3 halt viel mitnehmen konnte gegen eben Enro als Gegner und dann daraus gelernt hat, dann besser gespielt hat und so. Kann sehr gut der Fall sein. Und ja, diese Matches, die sind ja alle nicht lange her, ne? Hier 23.10. und 22.10. die beiden Matches, dann das Best of Five war dann auch Anfang Oktober. Das ist alles, ne? Das ist jetzt alles schon ein kleinerer Zeitraum. Deswegen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde nicht unbedingt sagen, es gibt hier irgendwie klare Favoritenrollen generell bei den Project V Finals. Auch wenn wir uns das Ranking angucken jetzt auf der Project V Website, also ja, über das Ladder-System, dann kommen wir gleich noch zu, aber wenn wir uns hier die Ladder angucken, ist halt Into the Breach auf dem ersten relativ knapp der Punkteabstand zu Enro, ist ne, ja, knapp über 100 Punkte, dann der Abstand zu Unicorns of Love wieder ein bisschen größer und dann kommt halt CGN Youngstars und dann dahinter ne, zum fünften Platz ist auch nochmal eine ordentliche Gap. Das Ding ist, ich kann jetzt auch nicht so, ne, da sind wir schon jetzt beim Ladder-System so ein bisschen, an dieses Systems kannst du jetzt halt nicht wirklich einschätzen, wer ist jetzt besser. Man kann jetzt nicht sagen, weil Into the Breach hier auf dem ersten ist, sind die klar das beste Team, weil du weißt halt jetzt nicht, ne, gegen wen haben die eigentlich gespielt und wo haben die ihre Punkte da geholt und wo sind die Niederlagen. Man könnte schon wissen, wenn man sich das jetzt anguckt, ne, aber nur die Punkte, die sie haben, verraten jetzt hier nicht, dass das irgendwie das beste Team ist. Ich finde halt relativ spannend, dass es halt viele direkte Matchups bisher gab, ne? Also die jetzt auch irgendwie, ne, also zwei Best of Ones, Best of Drei, whatever, ne, das kann man jetzt alles unterschiedlich wiegen, aber das ist halt auch zwischen den Teams, dass man da schon mehrere Vergleiche jetzt auch in jüngster Vergangenheit gesehen hat, das finde ich eigentlich ganz geil. Da werde ich mir auch nochmal deutlich mehr so ein bisschen nochmal zu reinziehen, bevor wir dann wirklich da sind. Und ja, was ich jetzt nochmal bei Enro sagen wollte, dort spielen, also von den Namen her, die man vielleicht noch kennen könnte, wenn man ein bisschen Fokus auch verfolgt, oder, ja, doch Fokus verfolgt hat, McConsty und Young One. McConsty war bei Sparks, hat dort auch gegen Focus verloren gehabt, genau. Und Young One war, glaube ich, den Split drin. Ah ne, war Qualifier. Hat im Qualifier verloren gegen Focus, genau. Also deswegen könnte man auch kennen. War dann aber erst im nächsten Split bei Alternate Attacks mit dabei. Young One vorher bei Penta gewesen. Also der Mann war bei vielen Teams. Auch bei Ovation, Digga, der war ja überall. Und Naughty Evil Olds. Lol, das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm. Alter, also die deutsche Szene auch, ne? Alter. Nicht nur auf Valorant bezogen, so deutsche Szene, Amateurbereich, Teams halten in der Regel nicht lange und da gehen schnell mal die Wege auseinander. Von daher gibt es halt, ne, jetzt auch gar nicht negativ gemeint, sondern das so funktioniert einfach in einem niedrigen Bereich, so funktioniert das halt, ne? Und dann gibt es halt Leute, die haben da gefühlt schon die halbe Szene durch. Digga, aber dieses Team hier, Alter. Tweelover, Bucher, Kuba, Haikitty, McConsty, wild. Sehr wild. Das drückt Erinnerungen hoch, Alter. Das war Naughty Evil Olds, Junge. Das war ja ganz wilde Zeit, wo wir darüber noch geredet hatten. Thema Fokus, ne? Ovation, Naughty Evil Olds. Penta. Ja, bei German Only hat er auch gespielt, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Vor allem bei German Only mit einem Serben und einem Letten im Team, also auch nicht schlecht. Ja, ist auf jeden Fall ganz, ganz funny. Und ja, Young One war bei Mango. Sagt mir auch irgendwas. Warum sagt mir Mango was? Vielleicht ist das deine Lieblingsfrucht. Wahrscheinlich, Digga. Ah, vielleicht, weil die haben im Open Qualifier
Challenges One gegen Angry Titans gewonnen gehabt. Vielleicht hatte ich das irgendwie mal so im Kopf gehabt, dass ich das gesehen habe. Das kann auch sein. Ansonsten war Young One aber bei Sparks, hat dort VRL Dach gespielt und dann in der Project V bei ESC, bei Enro und das war's. Obviously, weil er gerade bei Enro ist. Ja, das sind so die zwei Namen, die man eventuell von Enro kennen könnte. Und ja, bei UOL wird man den einen oder anderen vielleicht kennen. Unter anderem Super Sub-Chef Chef Strobel. Bin mal sehr gespannt. Hat der irgendwie, da ist ja vorher dieses Fragging oder Celebrities Fragging-Dingens. Hat er da irgendeinen Auftritt oder so? Ich habe keine Ahnung, was, also ich habe keine Ahnung, was aktuell so mit Chip Strobel abgeht. Ja, ich bin da auch nicht so wirklich dran. Ja, aber aus dem Team halt, das vielleicht, das UL-Team, was vielleicht noch mehrere Leute halt kennen, eben auch aus dem Grund, ne, weil das damals halt ein bisschen halbwegs viral gegangen ist, dass Chef Strobel auch in dem Team dann war und so. Aus dem Team sind halt noch übrig dann Lucid und Tree Lover. Ja, genau. Also es sind, glaube ich, die einzigen beiden, die jetzt noch aus dem Team da sind, als Chef Strobel auch noch mitgespielt hat. Ich glaube, also damals, Lucid war auf jeden Fall, der ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben aus den Games, die ich gesehen habe damals. Ich glaube, also skilltechnisch individuell sah der eigentlich ziemlich gut aus, fand ich. Ja, und Tree Lover, ich weiß jetzt nicht, was seine aktuelle Rolle ist. Damals hat er halt hauptsächlich, glaube ich, so Smoke-Controller-mäßig gespielt. Und ja. Oh Mann, bei Lucid als einmal Kenny Gauthier Kühlmann. Da habe ich gerade nach irgendeinem Pun mit dem Nachnamen irgendwie so nachgedacht. Bei mir ist auf die Schnelle keiner eingespielt, also eingefallen. So. Mann, der. So was wäre so wie Dachcaster-Niveau, so Mann, der spielt aber kühl, Mann. Oh, Banger, Alter. Banger. Ja, aber das ist so, glaube ich, auch so das Team, wo sich vielleicht so die meisten mit identifizieren können. Also UOL ist ja dank Chef Strobel wirklich so ein Team, was man halt auch irgendwo kennt im deutschen Relevant-Bereich. Ne? Auch die Organisation an sich, ich würde sagen, von den Organisationen, die hier jetzt vertreten sind, ist das schon die man am meisten kennt, auch aus anderen E-Sports oder so. Ja, genau, in League of Legends natürlich, auch eine Zeit lang wirklich ein gutes Team in der, war das schon die LEC oder war das noch die EU-LCS? Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es war EU-LCS. Ist schon ein paar Jahre her, aber damals waren die halt auch ein wirklich gutes Team im europäischen LoL-Bereich. In CS hatten sie hier und da mal ein paar deutsche Teams, die waren jetzt, oder kann sein, dass die hier und da mal ganz gut waren, aber international halt nicht, ne? Mhm. Ja, aber so als Orga natürlich, Unicorns of Love kennt man, denke ich. Ja. Ich glaube, Prime League hatten die ja auch eigentlich oft ein Team, ne? Ich weiß nicht, ob die aktuell noch ein Team haben. Müsste eigentlich. Kann gut sein. Waren die nicht sogar gar nicht so schlecht? Ja. Ja, aber UL halt einer. Ne, aber muss auch sagen, also es hat mir wirklich, uns beiden anfangs wirklich viele Kopfschmerzen bereitet, dieses Team, aufgrund der Fans, die unter jedem Video geschrieben haben, wo ist Chef Strobel? Der Mann ist der beste Valorant-Spieler Deutschlands, vielleicht sogar der Welt. Ne, da muss man dann sagen, das haben Leute ernst gemeint. Ich glaube, so selbstbewusst Chef Strobel auch ist und damals auch gewesen ist, Der hätte das niemals im Leben ernsthaft über sich selbst gesagt, aber die Fans, die haben es halt durchgezogen, ne? Also die auf komplett ernst. Ja, und jetzt ist er nur noch Super Sub, ne? von daher, nein, aber es ist natürlich nur Spaß. Ja, was sind so deine Erwartungen an das Turnier? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich gehe da sehr, sehr offen rein, ne? Also ich glaube, das ist auch, ne, das würde ich vielleicht auch nicht bei jedem Turnier machen. Ich gehe da schon sehr, sehr aufgeschlossen rein auch, ne, ich möchte halt auch ein bisschen, ne, in Valorant, ich habe halt nie selber, ne, ich habe nie selber halbwegs versucht, ne, auch irgendwie competitive zu spielen, das habe ich in Valorant nie gemacht, in CS habe ich das halt eine längere Zeit lang gemacht in CSGO. Von daher, in der CSGO-Szene war ich halt so ein bisschen drin, ne? Man kannte sich untereinander ein bisschen so auf der ähnlichen Ebene und auch ein bisschen rüber kannte man einige. Und das,
das fehlt mir in Valorant komplett, weil ich halt nie selber competitive gespielt habe in Valorant. Und das ist, ey, keine Ahnung, ne? In CSGO war es halt ganz cool auch, so mit anderen Leuten, wenn man sich so ein bisschen gekannt hat. Und jetzt in Valorant, ne? Mal reinschauen auf jeden Fall, ne? Und hoffentlich geile Games. Und ja, wir gehen halt beide rein, ohne jetzt, dass wir sagen, boah, wir wollen unbedingt, dass der gewinnt. Das ist, glaube ich, auch eigentlich ganz gut, ne? Und ja. Die, die am geilsten spielen, die werden natürlich auch shoutoutet, Junge. Das ist doch klar. Ja, unbedingt Highlight Plays. Ich will einen 360 No-Scope mit einem Knife sehen. So ein Ding muss das werden, Alter. Nein. Ja. Also ich glaube auch, also wir werden, also ich weiß nicht, ob wir beide oder ich also es wird auf jeden Fall aber nochmal ein Video kommen, wo wir das nochmal ein bisschen, ne, schöner aufbereiten, irgendwie Project V Finale, guckt euch das an, bla bla bla. Da wird noch was kommen. Falls ihr da mehr Interesse habt, guckt da gerne mal rein ins Video. Jetzt ist natürlich aber erstmal, ne, schön und gut, Project V, die Teams ein bisschen so halbwegs vorgestellt, also wirklich nicht in die Tiefe, wir sind ja wirklich nicht so tief drin. Aber was, also ich würde noch sagen, ne? Keine Ahnung, vielleicht guckt jetzt der eine oder andere hier zu, der auch tiefer drin ist und denkt so, ey, die labern so eine Scheiße, keine Ahnung. Wir haben uns ein bisschen auch beschäftigt, ne, mit Project V, oder wir haben uns ein bisschen reingelesen auch so in die Community und was auch gerade, unter anderem die Kontroverse, zu die wir gleich noch kommen. Aber man muss sagen, bei den, es gibt ja auch so einige Tierlisten, die, glaube ich, auch hin und wieder erstellt werden, so über den deutschen Bereich und so. Und jetzt noch so abschließend zu den Teams, so grundsätzlich, was ich auch aufgenommen habe von den meisten so aus der Szene, es ist schon so, die Project V-Teams, die hier jetzt da sind, die vier, das sind schon die besten unter den deutschen Teams, die wir noch wirklich in der VRL-Dach haben, ne? Weil wir haben ja nicht viele wirklich deutsche Teams in der VRL-Dach, sondern wir haben halt, ne, wir haben Ovation, wir haben Angry Titans, ich weiß, bei Angry Titans, wie ist da gerade der Stand mit Dachspielern, ich kann es dir gerade gar nicht so sagen, haben eigentlich auch, deutsche, ne, Zeit, ja. Also, ne, bei der VRL-Dach, so wirkliche Dachteams sind ja eigentlich Ovation, Angry Titans und Sparks, glaube ich, auch noch, so die wirkliche Dachteams sind eigentlich. Ja, großteilig Dach, ja. Ja, genau. Und eben die Teams jetzt hier bei Project V mit Into the Breach, Enrol Griffins, Unicorns of Love und CJN Youngsters, das sind hinter den Teams aus der VL-Dach sind das die besten Dachteams. Das ist schon, das ist so die allgemeine Meinung, würde ich sagen. Und bei Project V, wenn wir uns jetzt noch mal hier kurz die Rangliste angucken, was ich mitbekommen habe, viele haben gedacht, dass Kovana vielleicht ein bisschen besser sein wird. Wir sind jetzt hier auf dem 8. Ne? Das reicht noch für den Unity Cup. Da sind sie noch qualifiziert. Aber die haben einige ein bisschen besser eingeschätzt. Und dann, ich glaube, Austrian Force und so ein bisschen überrascht vielleicht, so, dass die auch ganz gut dabei waren jetzt und so. Aber nicht die vier Teams, die jetzt hier da sind, auch wenn wir gleich zur Kontroverse kommen, ne, warum manche Teams vielleicht da sind, wo sie sind. Die allgemeine Meinung ist schon, die vier Teams, die jetzt am Start sind, das sind die besten, die jetzt auch bei Project wieder dabei sind. Ich meine, wir teasern gerade die ganze Zeit diese Kontroverse an, aber du hast gerade den Unity Cup noch angesprochen. Der ist ja, glaube ich, für viele Leute auch noch mal ein bisschen interessanter, weil dort spielen, so, jetzt muss ich gucken, ob ich das richtig im Kopf behalten habe, die besten 8 Project V-Teams plus die VRL-Dach-Teams competen online in diesem Unity Cup und die besten 8 davon competen dann auf der 8 Dreamhack. 8 weiß ich nicht, ich glaube 4. Oder 4, die competen dann nochmal auf der Dreamhack in Hannover, so müsste das sein. Und die Dreamhack in Hannover, ja, da müssten dem einen oder anderen schon die Glocken läuten, die Augen leuchten, whatever. Da kann es, also verspreche ich jetzt nicht alles, aber da kann es sein, dass wir da auch vertreten sind, weil Hannover ist halt nah bei uns. Ne? Also es ist jetzt nicht so wie Köln, dass wir da jetzt irgendwie x Stunden fahren müssen, sondern Hannover ist gut für uns erreichbar. Und ich will auch gerne mal zu Dreamhack, wenn ich ehrlich bin. Das war auch so, das habe ich noch nie gemacht. Von daher, ja. Das nochmal dazu. Könnte auch ganz interessant werden für diejenigen, die so Valorant Deutschland amateurmäßig interessiert. Und
Ja, Fokus wäre da aber nicht dabei, weil Fokus ja auch gerade in der VRL-Dach nicht mit dabei ist. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie das gelöst wird mit den Teams, die dann, also bei Fokus weiß man ja noch nicht, in welche Richtung die gehen werden. Ja, das gibt's ist ja einige Leaks, die ne, so ein bisschen halbwegs angeteasert werden. Was ich ganz interessant fand. Bei Fokus tatsächlich, also ich glaube, das sind halt keine Leaks, das sind alles halt Gerüchte, die vielleicht so ein bisschen Rumors, ja. So ein bisschen angeteasert werden, vielleicht, aber ja. Weiß man auch nicht, ob es ein bisschen Bait ist oder so. Also es gibt keine wirklich relevanten Leaks oder so, die schon, also öffentliche Leaks, die irgendwie zeigen, ne, wohin es geht. Also das kann man nicht so ernst nehmen, die Sachen, die vielleicht so ein bisschen geteasert werden. Ja, das stimmt. Ja, so. Also ne, aber, du hast ja gerade, also das, da wolltest du ja gerade hinaus, ne? Dass das interessant wird mit der VRL-Dach und was für Teams reinkommen und so. Und generell das VRL-System in Europa, das verändert sich ja schon stark, weil vorher war ja, ne? Du brauchst einen aktiven Dachspieler im Team und einen auf der Bank oder halt in den anderen Ligen, ne, aus der Region. Du brauchst einen Spieler aus der Region im aktiven Team und einen auf der Bank, das ist das Minimum. Und das wird jetzt geändert. Du brauchst ab nächstem Jahr müssen Minimum 3 Spieler aus der Region aktiv im Lineup sein. Das ist halt eine Riesenveränderung, was eben heißt, viele Teams werden vielleicht die Region wechseln oder Orgas nehmen gar nicht mehr teil oder so oder Teams müssen umgebaut werden. Das letzte Update dazu, auch von Riot Games offiziellen Aussagen und so, war, glaube ich, die haben halt den Ligen quasi freigegeben. Die haben gesagt, ey, macht, was ihr wollt, um ne, die Liga aufzufüllen. Also die VRLs ne, haben da quasi freie Entscheidungskraft, inwiefern man dann jetzt die Liga, ne, welche Orgas spielen dann damit. So, und dann geht das halt von man lädt einfach Orgas ein, die dann dabei sind. Orgas können sich rein kaufen, wenn man das haben möchte. Man kann ein Quali-Turnier spielen oder so, um da reinzukommen. Und ich weiß nicht, ob es im Dachbereich da jetzt schon Aussagen, Infos zu gibt, wie die VRL Dach das machen möchte. Ich glaube nicht. Aber ne, das steht der VRL Dach frei, wie sie das machen möchte, soweit ich weiß. Ja. Das wäre halt, weiß ich jetzt nicht. Also bei Freaks 4 You muss ich sagen, man hört da halt viel kontroverse Sachen zu, also zu Freaks 4 You generell. Also na, da geht halt ab und zu mal ein bisschen Stunk rum, aber man hört dann auch ab und zu mal ein paar positive Stimmen. Deswegen ist das für mich ein bisschen schwierig, also, das einzuschätzen. Das ist, glaube ich, das Freaks 4 You, und das ist ja schon ein recht großes Unternehmen, auch mit mehreren Abteilung und so weiter, das kann man natürlich klar. nicht so generalisieren dann, aber ja. Naja, keine Ahnung, da bin ich mal gespannt, wie das im Endeffekt dann sein wird, aber ich hoffe, wir werden zumindest die großen und beliebten deutschen Orks dann halt auch sehen in dem ganzen Kram, von daher, ja. Wenn die dann Interesse daran haben, ne? Ja, gut, das kann natürlich auch sein, ne, dass man da kein Interesse daran hat, vielleicht ja auch mal die türkische Fanbase mitnehmen. Ach ja. Macht Big denn weiter? Soweit ich weiß, ist da immer noch nichts bekannt. Ja, es ist ja gerade so, dass bisher hat sich noch nicht viel verändert. Twisten ist, glaube ich, ist Twisten official, dass der raus ist bei Big? Ja, official, weiß ich nicht. Weiß ich, auf jeden Fall, bei Twisten kann man ausgehen, dass Twisten halt weg ist eigentlich hinter den Kulissen, ne? Und beim Rest, ne, soweit ich weiß, ist da auch jetzt nichts offiziell oder keine krassen Leaks, die irgendwie. Obnox hat selber so einen Tweet gemacht, irgendwie Contract signed, und da hat er einen Kommentar geliked, wo 1, 2, 3 Fokus stand. Also ist ja klar, der confirmed. Fokus confirmed. Also. Ja. Also NetBig, die versuchen ihre Spieler da zu verkaufen, zu vermitteln, und Big, wenn Big sagt, wir möchten den Spielern da keine Steine in den Weg legen und wir gucken, dass die alle ein gutes neues Team finden, dann glaube ich, Big das Contract auch. Contract Jail, Digga. Contract Jail. Also ne, der Big ist da, glaube ich, schon. Ne, die schauen schon, dass die Spieler da auch
jetzt nicht bei Big Fest hängen oder so und da auf der Bench rumhocken. Und ne, mit 5% Gehalt. Ja. Also ich glaube, ist halt schwierig, auch für Big, solange du halt noch nicht weißt, wer geht und wer bleibt eventuell für nächstes Jahr, kann man da halt jetzt auch noch nichts offiziell machen. Ne? Ja, der Markt ist halt echt kacke. Also der Riot hat den Markt halt echt unnormal gefickt. Also ich kann es irgendwo verstehen, dass Riot das halt macht, aber es ist halt für die Teams und Spieler halt so eine Scheiße, Alter. Ja. Weiß ich nicht. Ja, gut. Über diese G2-Sache haben wir gestern geredet im Stream. Also, bei LoL. Gegen Ende einfach mal durchskippen, falls euch da unsere Meinung zu interessiert. Aber es ist. Und wir haben da auch wieder absolut nicht die Mainstream-Meinung. Also, von daher, ja. Triggerwarnung. wir haben jetzt eben die ganze Zeit diese Kontroverse von Project V angeteasert. Und zwar. Dort hat sich auch Gepetto, glaube ich, heißt er. Bin ich jetzt auch, den Mann kenne ich jetzt tatsächlich nur dadurch. Der ist auch Spieler bei Austrian Force. Genau. Ne? Ja, und hat auch einen Talk, irgendwie Szene-Talk. Gern mal reinschauen. Ja, da geht es eben auch so vermehrt. Eben genau um den Bereich, ne, über den wir jetzt geredet haben, eben Project V und auch generell so der Dachbereich. Ja, genau. Also falls ihr euch da wirklich ganz stark informieren wollt, wie das da aussieht, VRL Dach und Project V, guckt da rein, da ist viel mehr Ahnung als bei uns, aber ansonsten natürlich den Qualitätstalk hier gucken, wenn es um VCT und so weiter geht. Aber gerne mal reingucken da bei Gepetto. Und der hat einen sehr, sehr interessanten Thread verfasst. Und da ging es unter anderem darüber, dass einige Teams dieses System, wie es bei der Project V ist, sehr stark abusen und dort sehr viel Schund getrieben wurde und sich da zu Recht meines Erachtens nach auch sehr viele Spieler darüber aufgeregt haben. Marius, erklär das Ganze doch mal ein bisschen genauer, was da so vorgefallen ist. Ja, also dieser Hauptkritikpunkt und auch die Hauptkritik, die halt im Raum steht dann auch gegen Project V, ist halt, ich mache ja nochmal das Ranking quasi auf und das ist auch, ne, Project V ist eine Ladder, das ist keine Liga. Und eine Ladder ist halt, du hast hier dein Ranking mit deinen Punkten und das sind die ganzen Teams, die halt am Start sind bei der Ladder hier. Gibt's noch, keine Ahnung, ob es noch mehr gibt. Vielleicht nur die Top 30 hier, die man sieht wahrscheinlich. Und, du bist in dieser Ladder, es gibt die anderen Teams und dann gibt es nicht, das ist keine Liga, wo halt wo du jede Woche einen Spieltag hast und dein Gegner ist festgesetzt, gegen den du spielst. Sondern das ist eine Ladder, das heißt, du, soweit ich weiß, ist das Project V-Regelwerk so, wenn du hier teilnimmst, dann musst du jede Woche ein Spiel machen gegen den Gegner, ne? Pro Woche ist ein Spiel Pflicht und da forderst du eben, ne, den Gegner raus. Du wählst dir irgendeinen Gegner aus, den du haben möchtest und forderst den raus. Und dann können die natürlich annehmen oder auch absagen. Es ist dann halt, ne, du musst einen Gegner finden und dann spielst du gegen die. Und das Problem dahinter ist halt, ne, auch sehr einleuchtend, glaube ich. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Wenn du einfach einen Gegner ausruhen kannst, gegen den du spielen möchtest, dann kann es halt dazu kommen, dass, ne, die Top-Teams auch einfach gar nicht gegeneinander spielen oder ja, ne, das Split von Project V, das geht ja nicht ewig. Du kannst nicht, du kannst in der Theorie ja nicht gegen alle spielen, die da drin sind. Das würde ja viel zu lange dauern, ne? Wenn du pro Woche ein Spiel hast, theoretisch. Und das Einzige ist nur, wenn du jemanden herausforderst, soweit ich weiß, kann man auch dann ein Rematch machen, also eine Revanche. Also du kannst quasi maximal zweimal gegen denselben Gegner spielen. Ja, und es ist halt so, dass man muss sagen, auch einige von den höher gerankten Teams hier das ein bisschen abused haben, dieses System. Ne, kann man ganz einfach einsehen, ne, wenn man guckt, wer hat gegen wen gespielt. Und dann sieht man halt, das eine Team hier zum Beispiel, ich schmeiß dir jetzt vielleicht ein bisschen vor den Zug, aber Wave zum Beispiel, die haben, ich glaube, wie heißt das Wave-Team hier? Sind die überhaupt? Oder dieses, das Wave-Tsunami-Team oder so, was auch bei Project V mit dabei war, hat mal
dann gegen Wave, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses dann Academy-Team oder was auch immer heißt. Wave Tsunami hat gegen anderes Wave-Team gespielt und eine Wave Tsunami war halt auf Papier einfach deutlich besser und die haben dann halt auch easy gewonnen. Und so nimmst du halt einen Win mit, ne? Das ist laut den Regeln ist das alles erlaubt, was diese Teams gemacht haben, ne? Aber es ist halt, ja, es ist halt einfach sehr fragwürdig, ob das dann wirklich Sinn der Sache ist. Und es gibt halt auch Beispiele, da haben dann Teams halt irgendein gutes Top-Team fordert halt irgendein Team raus, wo sich gerade 4 von 5 Leuten einen neuen Account gemacht haben seit 3 Tagen. Und dann dieses neue Team verliert dann ein Spiel und danach machen die nie wieder eins. Und dadurch kriegst du halt so einen Free-Win mit. Und das passiert da leider immer wieder. Und das ist halt nach dem Regelwerk, wie das bei Project V ist, ist das auch regelkonform. Also man kann denen halt keinen Regelverstoß vorwerfen. Aber das ist halt das ist halt nicht Sinn der Sache eigentlich, dass man hier dann die Top-Teams findet. Mhm. Und zu dieser ganzen Thematik, das hatte ich auch gesehen gehabt, das hat Project V auch selber getwittert gehabt, dass sie dort am Samstag, wo wir auch da sein werden, da bin ich sehr gespannt über diesen Austausch, da wird Gepetto zusammen mit, denke ich mal, mit wem von Project V dort reden. Also ich gehe mal nicht von aus, dass das irgendwie so eine Einzelrede ist. Und dort wird er halt mal sagen, so wo die Probleme sind und na, denke ich mal, wie man die lösen kann. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Finde ich auf jeden Fall mega interessant. Und hoffentlich kann man da dann irgendwas Gutes von berichten. Aber ich finde es sehr gut, dass das Project wieder auch auf die Kritik reagiert. Ich meine, das war ja quasi nur, ne, in Anführungszeichen, nur ein Twitter-Shitstorm. Aber das wirft natürlich schon ein schlechtes Licht auf die Amateurszene, sage ich mal, wenn da sowas halt auch hart abused werden kann. Was ich dich noch fragen wollte, wie findest du, also wem würdest du da eher einen Vorwurf machen? Weil wir sehen da jetzt ja zum Beispiel bei Gepetto, da schreibt er ja auch ganz klar, er macht den Teams gar keinen Vorwurf, sondern dem System. Ich habe aber von vielen Spielern, da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt Namen nennen, weil ich weiß jetzt nicht, ob die Spieler da dann jetzt irgendwie jetzt auch im Nachhinein noch so wirklich dazustehen. Aber die haben halt sehr viel den Orks und auch anderen einzelnen Spielern, die sich dann wohl auch privat irgendwie ein bisschen komisch benommen haben, sage ich mal, dort so ganz klar Vorwürfe gemacht und dann halt auch gefragt, so ey, also wollt ihr auch wirklich competen oder wollt ihr euch einfach nur da hochboosten? So nach dem Motto. Wollte ich dich mal fragen, wie du das siehst, weil ich sehe das halt für mich ein bisschen so gespalten, so klar, ich kann so diesen Org-Aspekt verstehen, dass man das halt abused, weil ne, don't hate the player, hate the game, so. Wenn das System halt scheiße ist, dann machst du es halt, weil so für dich, für die Org steht halt im Vordergrund, dass du halt erfolgreich bist, so. Aber andererseits kann ich auch verstehen, wenn man sagt, ey, also ihr wollt auch competen und ihr wollt die Besten sein und wollt besser werden, ne? Also das ist irgendwie so, ich sehe es sehr gespalten. Ich weiß da nicht so wirklich, auf was für eine, also vielleicht ist es auch nicht gut, sich da genau auf eine Seite zu schlagen, sondern beides kritisieren sollte, aber würde mich mal deine Sichtweise interessieren. Also ich muss halt sagen, aus Spielersicht, ich finde, es macht aus Spielersicht gar keinen Sinn, das zu abusen. Weil du spielst hier nicht um die World Championship, du spielst hier nicht VCT Champions, du spielst Project V. Und aber für viele Spieler ist es aber auch so wichtig, um sich zu zeigen. Also gut. Ja, aber das, okay. Das Problem, was wir im E-Sports haben, ist, dass viele Leute, die auch dafür zuständig sind, Teams zusammenzustellen oder so GMs von Orks sind, auch wenn es eine kleinere Orks sind, oder Leute, die halt dann nicht die Zuständigkeit einfach für die Teams haben, dass die wenig bis keine Ahnung haben und dann einfach irgendwelche Spieler nehmen. Das ist halt ein Problem im E-Sports und vielleicht hilft dir das dann. Aber das, wenn du das System abused und du spielst halt nicht gegen die anderen guten Teams, sondern du versuchst dich da hochzuboosten, dadurch wirst du nicht besser. Und wenn wir jetzt über die Spieler oder über die Teams reden, die bei Project V teilnehmen, die sind halt nicht, ne? Das ist nicht VCT-Niveau, über das wir hier reden. Das ist halt ein Stück drunter. Und das ist halt das Endziel der meisten Spieler, würde ich einfach mal behaupten, ist ja nicht, dann am Ende Project V zu gewinnen. Oder das wäre was Cooles, ne? Das ist ein cooler Erfolg. Ja, klar. Aber das ist dann
eigentlich, ich glaube, wenn man so schon auch kompetitiv ist und ehrgeizig ist, dann ist das ja nur ein Schritt für dich. Und dann möchtest du gucken, ey, das nächste ist VRL Dach. Und dann, ey, vielleicht spiele ich irgendwann VCT und so. Und dann die Spieler... Ja, genau. Die Spieler, die das halt... die das dann abusen, entweder sie wissen es halt nicht besser und ne, sie checken selber nicht, dass das halt schlecht für sie ist. Oder das sind halt Spieler, die sagen, ey, mir ist eh egal, lass kurz irgendwie hier ein bisschen Preisgeld abgreifen und danach spiele ich eh nicht mehr. Ne? Also das ist halt auch nochmal ein Unterschied, gerade im Amateurbereich. Es gibt halt viele Spieler, die sind halt so nach dem Motto, ey, wenn mir so die erste Sache, die mir nicht passt und ich bin raus. Und dann gibt es halt auch Spieler, die halt wirklich ehrgeizig sind und auch die Zeit da reinstecken und auch gut werden wollen, ne? Und ja. Und aus so einer Sicht macht es halt einfach keinen Sinn, dann das System zu abusen, weil ja, vielleicht bist du dann auf dem Project wie Finals, dann gibt's vielleicht auch auf der LAN aufs Maul oder so. Aber besser wirst du halt nicht, ne? Ja, und vor allem auch so aus Org-Sicht, Alter, du willst doch einen Spieler haben, der so diesen Strive hat for Greatness und nicht irgendwie bei den kleinsten Kamellen direkt aufgibt und sagt, nee, also hier will ich nicht mehr sein, tschüss. Und so ein Teamhopper, sowas willst du ja nicht haben. Grundsätzlich, ne? Willst ja wirklich jemanden haben, der erfolgreich ist und alles dafür gibt und notfalls das Team halt irgendwie allein in die Richtung lenkt, dass das irgendwie halbwegs erfolgreich ist, damit er halt den nächsten Schritt machen kann. Und ja. Bin ich aber mal gespannt, was aus diesem Talk da rauskommt. Also, ja. Das wird, denke ich mal, auch ein Moment, der relativ wichtig sein wird. Ja, das möchtest du noch was zu dem ganzen Thema sagen oder wollen wir noch kurz über VCT Challengers, wie auch immer das da jetzt heißen wird, wollen wir da noch ein bisschen drüber reden? Ja, bei Project V, dass es halt eine komplette Ladder ist. Ich persönlich finde es halt nicht gut, weil wir sagen jetzt, ja, man kann das halt abusen und dann sagt man, ja, man muss halt dann die Rahmenbedingungen ändern, man muss halt sagen, das und das geht nicht, aber du kannst das bei einer Ladder, so wie eine Ladder funktioniert, kannst du das halt nur zu einem bestimmten Grad irgendwie einschränken und mehr geht halt nicht. Und ich weiß, ich bin natürlich nicht drin, ich weiß nicht, wie das bei Project V ist mit den Möglichkeiten, was man halt machen kann, wie viel Aufwand alles ist und so. Und ne, was Project V auf die Beine stellt, ist insgesamt halt eine coole Sache, auch mit den Finals auf jeden Fall eine geile Sache. Aber ich würde mir halt irgendwie wünschen, dass man, ja, weiß nicht, so ganz spontan gesagt, ey, wenn man so einen Split spielt und dann hat man irgendwie die Top 10 und dann spielst du mit denen nochmal eine kurze Ligasaison oder sowas oder so ein, oder halt ein kleines Tournament, quasi ein Tournament vor den Finals, wo du dann die Finalisten für das LAN-Final dann rausfindest und so. Also ich glaube jetzt, das größte Problem ist tatsächlich dieser Übergang von Ladder auf dann die LAN-Finals. Weil du hast jetzt nur diese Ladder mit den Punkten und die qualifiziert dich direkt nur die vier Besten für das LAN-Final. Ich glaube, da ist halt so das Problem. Mhm. Das wär ganz cool, glaube ich, wenn man dann noch ein Vor-Tournament spielen könnte online. Online? Ja, am besten auf LAN, aber ne, wir reden hier über Project V, da muss man schon sagen, das ist halt geil, dass es überhaupt einen LAN-Final gibt. Ja. Ja. Optimalfall ist hier alles auf LAN, aber ne, das will er nicht. Auf dieser Ebene ist das halt nicht möglich. Ne? Ja. Man könnte ja sowas wie Kreisliga und sowas immer veranstalten. Ja, dann trifft man sich mit PCs auf dem Bolzplatz, Alter. Ja. Mit PCs auf dem Bolzplatz, Digga, und schön vor und nach dem Spiel ein, zwei Bierchen, Junge, da würde ich mich sehen. Das wäre Kreisliga-Legenden im E-Sport, Alter. Das wäre mein E-Sport-Teamname, Alter, Kreisliga-Legenden. Gibt es, glaube ich, öfters. Scheiße. Ich dachte, ich habe jetzt eine Marktlücke entdeckt. Gut, also, denkt dran, ne, wenn ihr irgendwie was sehen wollt, schreibt gerne irgendwie uns privat oder im Discord oder wo auch immer, was ihr sehen wollt irgendwie an Content rund um die Project V. Wir werden versuchen, da so gut wie es geht, die Sachen umzusetzen. Sofern sie halt auch irgendwie für uns halt cool klingen. Ne? So, wir werden uns da jetzt nicht irgendwie im Borat-Kostüm da hinsetzen. Ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst.
Ja, und ansonsten würde ich sagen, reden wir nochmal ganz kurz über so ein bisschen wie VCT-Kram. Da heute ja, stand vorhin auch im Chat, Navi-Roster jetzt endlich bekannt, also offiziell bekannt, ist dann tatsächlich das FPX-Roster geworden, ohne Adis. Der kauft sich gerade noch ein Lambo, der hat leider keine Zeit. Das war in dem Video an der Ankündigung, das hast du ja nicht gesehen gehabt, aber lohnt sich echt anzugucken. Muss ich auch sagen, ne? Ich hab so ein Lachsmiley darunter gepostet, weil wir markiert worden sind von Lekadi. Nochmal liebe Grüße. Treuer Twitter-Fan von uns. Und das hat tatsächlich der COO von Navi hat diesen Tweet von uns geliked. Also absolute Legende. War bestimmt irgendwie so, dass er da so einen Bot drauf hat, von Lekadi den Tweet hat er nicht geliked. Was für ein Arsch. aber natürlich schöne Grüße an Navi. Ihr werdet das natürlich absolut sehen hier. Ihr fucking Legends. Aber es war halt nice. Also das alte FPX-Roster ohne Adis, nur mit CNET. Confirmed. CNET hat auch in dem Video auch gesagt gehabt, ja, also ich komme gern zu euch. Ich wollte schon immer mal mit Adis spielen. das war auch funny. Und die Cringe-Walkouts, die werden natürlich auch weiter geübt. Ich muss aber sagen, ich finde das overall tatsächlich sehr gut für Navi. Ist absolut der richtige Move, das zu machen in meinen Augen. Und du gehst halt einfach mit einem krassen Vorsprung, sage ich einfach mal, rein, weil du ein absolutes Grundgerüst von FBX halt übernimmst und mit CNET, so denke ich mal, individuell einfach das Upgrade über Adis hast, ne? Ja, also ganz auf dem Papier, CNET über Adis ist ein Upgrade, ja, das ist so. Ich glaube, da haben wir haben ja schon öfter auch in unserem letzten Talk halt zu den Roster-Changes und so. Es wird schon eine Aufgabe sein, CNET da in das Team zu integrieren, oder du musst das mehr machen, als du das mit Adis gemacht hast. Adis war, glaube ich, ein bisschen freier von seinem Spielstil her, was er macht. Das wird auf jeden Fall eine Aufgabe sein, oder das wird, glaube ich, die Aufgabe sein, die Navi, die vor sich haben, weil, ne, wir wissen, dieser 4-Mann-Core bleibt bestehen. Der 4-Mann-Core bleibt bestehen, die sind krass, die sind mit das eins der wenigen Teams, die jetzt echt mit 4 Mann einfach zusammengeblieben sind. Und die Stärke von denen war halt die Art und Weise, ne, wie die gespielt haben. Und kann gut sein, dass die jetzt direkt von Anfang an wieder stark sind, aber CNET da richtig einzubauen, das wird bestimmt eine Weile dauern. Aber kann halt trotzdem sein, ne? Die Tatsache, dass 4 Leute halt so sich kennen, wissen, was sie machen, das kann denen halt direkt einen Headstart geben. Ja, würde ich tatsächlich auch sagen, dass das ein Headstart ist. Vor allem, weil wir, gut, sowas wie Fnatic hat ja jetzt zum Beispiel auch in diesem absolut super renommierten Turnier, dem Superdome, gespielt. sowas kann halt natürlich auch nice sein. Da hat man dann ein wirklich relevantes Game gegen Ascent gehabt. Damit man sich da zurechtfindet. Aber auch hier ohne Chronicle dann bisher, dann mit Mystic erstmal, bis Chronicles Situation sich geändert hat. Wir werden einige Teams haben, die schon einige andere Turniere spielen. Aber ich muss halt sagen, wenn du halt so einen 4-Mann-Core hältst, wenn der, kann ja auch sein, dass Navi beim Red Bull Homeground eventuell mit dabei ist, ne? Who knows? Da sind ja noch 3 Teams, die noch nicht bekannt sind. Wenn man jetzt halt auch schon früh anfängt, mit den Turnieren zu spielen, da muss ich halt sagen, also es ist halt, also ich glaube, Navi muss für dieses Rio-Turnier mit als Favorit gezählt werden. Also alles andere wäre halt Quatsch, weil jetzt halt aus den aktuellsten Teams oder, ne, aus den letzten Teams, die wir jetzt irgendwie nur einschätzen konnten, noch mit das Team war, was irgendwie am meisten zusammengeblieben ist und noch mit am erfolgreichsten war über das letzte Jahr. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Also, ne, vielleicht das einzige Team, was man oder das einzige Team aus dem Westen, ne, ich möchte da jetzt sowas wie Paperex vielleicht noch ein bisschen außen vor lassen, aber die Teams jetzt aus Europa und aus EMEA und NA, das einzige Team, was da mit Navi vergleichbar ist, ist vielleicht noch 100 Thieves, die halt auch
vier Spieler übernommen haben. Bei denen lief es ja auch zum Ende des Jahres immer besser. Ne? Die haben sich ja krass gesteigert. Und die dann jetzt halt das eine Upgrade gemacht haben für Cryo über Will. Und das sind halt also die einzigen beiden Teams aus dem Meer und NA, die halt wirklich mit einem Viermann-Core zusammenbleiben und halt quasi genau die Rolle ändern, wo du vielleicht noch, wo man am ehesten sagen würde, ja, macht Sinn, ne? Mhm. Und dann, ne, du hast noch sowas wie Energy dann mit dem Optik-Core, aber das wird, ne, also ich, ja, Adis dann zu Energy, ne, was ja jetzt auch mehr oder weniger geleakt wurde von dem Navi-Ding, und so, das kann halt nochmal, ich glaube, das wird noch, könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Also ich glaube, dass das Navi schon beim Kickoff-Turnier in Rio da gut am Start ist. Ja, da wird es aber, denke ich mal, auch noch einige andere Teams geben, die da vielleicht auch ganz gut mit abschneiden werden könnten. Aber so, wenn man, was man so bisher sieht, ich würde gar nicht mal sagen, dass das so. Also, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie eher auch so, wenn ich bisher die NA-Teams sehe, muss ich sagen, ich habe eigentlich gar nicht mal so viel Angst vor NA, Alter. Also, ich finde irgendwie, NA ist schon irgendwie, hat sich selber gedowngradet, dadurch, dass halt Optik nicht zusammengeblieben ist. Und auch Sentinels zum Beispiel ist jetzt für mich so ein Team, so, ja, das sieht irgendwie schon stärker aus, aber dadurch, dass es halt so quasi zusammengewürfelt ist, aus ne, Brasilien und NA, habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, dass das schon direkt am Anfang ein krasses Team sein wird. Ne? Also es würde mich sehr stark überraschen, wenn die am Anfang gut mit competen. Ja, also ne, das ist in NA sehe ich halt auch das Problem, dass da jetzt viel rumgewürfelt wurde mit den Teams und jetzt speziell auf das Sentinels-Roster bezogen. Ja, das sind natürlich, ne, du holst da zwei Leute aus dem Team, was Champions gewonnen hat und mit Sasi und mit Pancada vielleicht sogar die beiden Besten bei Champions. Ne? Aspas natürlich auch guter Spieler, aber ich glaube, Pancada hat auch ziemlich gut gespielt bei Champions. Nur das Problem ist halt, in Europa kennt man das von Anfang an seit Valorant ne, nicht anders, sondern du hast wieder halt ein International-Team aus mehreren verschiedenen Nationalitäten in Europa. Und das Sentinels-Team ist jetzt halt eine Mischung aus brasilianischen Spielern und ne, und Nordamerikanern. Oder ich weiß nicht, sind da ist ein Kanadier? Ne, Tenz ist Kanadier, ne? Ja, Tenz ist Kanadier. Tenz ist Kanadier, ja. Ja. Und das ist halt ne, unüblich. Und das sieht man auch in anderen E-Sports eigentlich nicht, so diese Art von Mix-Team, ne? Und ne, das Einzige, ich glaube, den Vergleich habe ich schon mal gebracht, das Einzige, was man mal gesehen hat in CS, war das MIBR-Team Fallen Cold Zera und Fur? Oder war Cold Zera noch dabei? Und halt Taric und Stewie 2K. Und das lief halt gar nicht gut. Also das war katastrophal. Das hat gar nicht funktioniert. Ja, und Depth ist britisch, stimmt, ja. Es kann auch nochmal anstrengend werden mit dem Dialekt. Nein, also ich weiß es nicht. Also ich finde so auf dem Papier könnte das halt gut sein, aber ja, Valorant ist halt eh irgendwie schwierig zu vergleichen, weil es halt, ja, wobei NA ist halt auch so, ne, die sprechen ja quasi nur Muttersprache. Bis auf dann Import, sage ich jetzt mal, ne? Weil das Import-Thema ist in NA Valorant ja auch noch nicht so relevant bisher gewesen. Na, deswegen, Sentinels ist, glaube ich, echt so ein Versuchskaninchen. Wie gut kann das funktionieren, wie gut nicht, ne? Boah, ich muss sagen, ich glaube, wir werden niemals irgendwie, oder in näherer Zukunft wird es, glaube ich, nicht so sein, dass das irgendwie normal wird in Amerika dann, dass wir Mix-Teams aus Südamerika und Nordamerika haben. Ich glaube, das wird eher weiter getrennt bleiben, auch einfach, weil in Europa ist halt so das Ding, Europa ist halt schon, wenn man es genau nimmt, ist Europa halt schon ein kleiner Fleck eigentlich auf der Weltkarte, ne? Und alles ist halt dicht an dicht und deswegen, und in Valorant ist es seit Tag 1 so, dass die besten Teams international sind. Und in Amerika haben wir halt diese klare Abgrenzung, ne? Oder auch in anderen E-Sports. Wir kennen das ja eigentlich aus gar keinem anderen E-Sports, dass wir wirklich Brasilianer oder
südamerikanische Spieler auch in International Teams haben. Das ist ja sehr unüblich. Ja, Bremen einfach 1-1 gegen Bayern. Ich glaub's auch. What the fuck? Also ich verpasse hier echt viel gerade. Ich meine, ich mach das hier alles für euch, ne? Ja, ansonsten, ja, diese Tierlist von Plat Chat, Alter. Also ich find's halt irgendwie echt so, also ich find's ein bisschen, ich habe jetzt auch den Kontext nicht, ne? Kann natürlich auch sein, dass die es einfach jetzt so aus Spaß gemacht haben mit den Rumors und so. Also, ist halt eben noch nicht alles zu 100.000% confirmed. Es steht jetzt mittlerweile, also auch seitdem wir selber das letzte Mal über so die Teams gesprochen haben und so, auch halt zum Beispiel Pacific in der Liga oder die Asienliga, da steht jetzt eigentlich alles fest. Das wird ja auch, das wird ja sogar offiziell veröffentlicht, ne? Die Lineups da von den Orgas. Und ja, das größte Fragezeichen in NA ist eigentlich immer noch, ne, die südamerikanischen Teams, ne, wie da dann am Ende alles aussieht, aber... Hat EG schon announced? Nee, natürlich nicht. Also das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass Ethan da drin sein soll und dann halt ein paar Spieler aus dem alten Roster übernommen werden, so irgendwie Bustio oder Georgimo oder sowas. Aber alles safe ist das, glaube ich, auch noch nicht. Aber ja, also von mir aus können wir auch irgendwie nächste Woche dann auch mal eine eigene Tier- oder wir können ja eine Tierlist machen, wie wir quasi denken, dass die Teams so in den Ligen vielleicht performen? Nee, potential-mäßig so. Das, ne, wenn, ja, okay. Und dann, wenn es halt Richtung Kickoff-Turnier geht, dann machen wir halt ein Power-Ranking, wie es in dem Moment, wie wir in dem Moment sagen, dass es aussieht. So, ja, würde ich auch sagen, tatsächlich, dass wir das so am besten machen. Im Chat war vorher noch die Frage, wann kommen die Videos zu Team Liquid und Fnatic? Sollte jetzt im Laufe der Wochen kommen, aber Marius wird ein bisschen durch den Klausurtermin Anfang Dezember gefickt. Von daher, ja, ich gehe auch davon aus, dass das Liquid weit kommen sollte. Sei es mal so. Ihr müsst Marius Druck machen. Müsst ihr machen. Ja, ich gebe mein Bestes. Meine Klausuren sind eigentlich am Ende des Monats, außer im Dezember. Da wird die einfach halt direkt an Anfang gelegt. Das ist ein bisschen asozial. Aber ja, also generell über, dann, wenn das rum ist, dann über, ne, Dezember, Weihnachten und so ein Scheiß, da ist dann wieder mehr Zeit für Content. Nichts überzeugt von Liquid, kein gutes Gefühl. Boah, ich weiß nicht. Also ich hätte ein gutes Gefühl als Liquid-Fan. Ich wär da sehr happy drüber. Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, dann hören wir uns einfach nächste Woche. Vielleicht machen wir da auch zwei Ausgaben. Einmal irgendwie Project V-mäßig und dann nochmal VCT-mäßig, dass wir darüber ein bisschen genauer reden. Ja. Denke ich mal, dass wir das so machen, oder? Ja, kann man machen, ja. Okay, gut. Dann hören wir uns und verfolgt gerne dann mal die nächsten, übers Wochenende und die nächsten Tage, da wird ein bisschen mehr zu kommen. Einfach, dass ihr euch da ein bisschen, ne, falls es euch interessiert, dass ihr da ein bisschen versorgt seid mit Informationen. Und ja, denkt dran, schreibt uns auf jeden Fall, was ihr sehen wollt. Und bis dahin haut rein, meine Freunde. Denkt dran, Like da lassen, Abo da lassen auf YouTube und auf Twitch den Follow gönnen. Und bis dahin haut rein, ne? Ciao.